Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen weiter. Mass Effect 2 und so weiter und so fort. Wir sind immer noch mit Commander Hering Shepard auf der Normandy unterwegs und wir wollen uns natürlich das Schiff weiterhin noch ein ganz klein bisschen angucken, weil es gibt noch viel zu gucken und so und viel zu sehen und überhaupt und sowieso. Und irgendwie ist es doch auch ganz knuffig, sich jetzt die Normandy in neuem Gewand nochmal anzugucken, weil, sie gefällt schon irgendwie besser. Es ist alles irgendwie vertraut von den Laufwegen und so weiter, auch wenn es ein bisschen größer ist und so und ein paar Dinge neu dazugekommen sind. Aber ja, nee, irgendwie, ich bin wieder in meinem Element drin, könnte man so sagen. So, okay, hier sind die Crewdecks und hier könnte man... Das Backbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Ja, genau. Hier könnte man irgendwo reingehen, wenn man wollte. Zum Beispiel auch auf die Herrentoilette. Yay! Und da sehen wir, dass... Naja... ein bisschen mehr Privatsphäre eigentlich nicht so schlecht wäre, oder? Oder sehe jetzt nur ich das so? Naja, gut, okay, ja. Das sind so Dinge, die man wenigstens hätte verbessern können, oder? Ich meine, wenn das schon hier so ein Privatding jetzt ist, also... kann ich nie verstehen. Mannschaftsquartier. So! Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Boah, tiefschürfende Gespräche. Meine Crewmitglieder sind die besten. Das da sieht irgendwie aus, als könnte es bald groß Bumm machen, wenn man nicht aufpasst oder so. Vielleicht macht es das auch irgendwann. Wer weiß das schon so genau. Okay, hallo Leute, tschüss Leute. Ja, ja, bei Laune halten und so weiter. Damentoilette. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Danke für den Tipp, Edie. Danke für den Tipp. Nirgendwo kann man hier mal unbeobachtet. Also, nee. Ich bin doch nur auf Inspektionskurs hier quasi. Also, ich gucke mir alles ganz genau an. Es ist doch wichtig, dass auch die Damentoilette richtig, dass da alles flutscht. Quasi. So, okay. Hier ist übrigens Mirandas Büro. Hallo, Miranda. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Auf Wiedersehen. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Ich möchte nicht sagen, dass sie eingebildet ist. Sie ist anders. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Ja, nee, aber wir hatten doch noch andere Dialogoptionen, oder nicht? Oder doch, oder... Commander, was kann ich für Sie tun? Gibt es etwas, was ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Okay. Gut, alles klar.
13:25 Uhr. Edie hat beobachtet, wie Commander Hering Shepard auf die Damentoilette gegangen ist. Irgendwie seltsam. Aber gut, ich halte sie auf dem Laufenden, Unbekannter. Sowas in der Art, ja? Klingt super. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Okay. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Ja, gut. Wie gesagt, es ist schwierig, irgendwie sich eine gepflegte Meinung über sie zu bilden. Also, zumindest zu diesem Zeitpunkt vor allem, weil, ja, es ist verdammt schwer, so mit Menschen auszukommen, die irgendwie auf den ersten Blick tatsächlich irgendwie perfekt sind oder meinen, perfekt zu sein oder irgendwie sowas in der Art. Das kann echt anstrengend sein. Muss das sein, Rupert? Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Zierdeckchen? Was, auf meinem Schiff? Nein. Hallo! Hier sind wir übrigens in der Küche. Die war vorher nicht hier, aber jetzt ist sie hier. Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch, aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik, solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Kurz wissen. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Ja, herrlich. Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Wenn du meinst. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Klingt zumindest so, als wärst du extrem wichtig. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ja, nebenbei können wir ja noch einkaufen. Passt schon, so einigermaßen, so oder so ähnlich. Ja, mein Gott, ist wichtig. Er hat ja recht. Nur ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Die Crew sollte schon einen vollen Magen haben, wenn sie irgendwie in die Schlacht zieht. Dementsprechend, und weil mir das leibliche Wohl meiner Crew irgendwie am Herzen liegt, werden wir uns da eben bei Zeiten auch drum kümmern. Also, Butter bei die Fische. Das ist mir dann doch schon ein ganz, ganz, ganz klein wenig wichtig. Und, heieiei, wen haben wir denn da? Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht.
Willkommen zurück, Shepard. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Wenn man nichts anderes gewohnt ist, dann ist das wahrscheinlich so, ja. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Und wieder sind wir das Bindeglied. Wenn wir wechseln, fällt alles zusammen. Naja. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Ach Quatsch, hier, so ein kleiner, also, da muss er wohl mal drin sein. Commander. Und wenn sie ein bisschen entspannter so arbeiten kann, ist doch perfekt. So. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Der ist beschränkt? Das tut mir aber leid für ihn. Okay. Ja, Mensch. Okay, Dr. Chakwas. Ja, sympathisch. Wir kennen sie, wir lieben sie. Sie wird uns immer wieder zusammenflicken, wenn es uns schlecht geht. Der Koch, / Hausmeister, ist neu. Aber okay. Und jetzt haben wir zwei Nebenmissionen eben quasi gesehen. Eingeheimst, also den Brandy besorgen für Dr. Chakwas und die Zutaten besorgen für den ollen Koch. Das sind so Sachen, die man nebenbei dann erledigen kann, wenn man dann sowieso auf irgendwelchen Stationen unterwegs sind, sei es nun die Citadel oder sei es irgendein anderer Ort. Vielleicht werden wir ja auch auf Omega, finde ich. Überwachungsstation. Interessant. Ja. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat kein Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer wie die letzte Normandy. Es ist weitaus schwerer, damit auf Welten mit hoher Schwerkraft zu landen. Okay, alles klar. Wir haben unser eigenes Shuttle. So, Maschinendeck. Yay. Und so weiter. Und so fort. Und hier steht ein Techniker rum. Heilige Scheiße, Commander. Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Und sie leben immer noch, das spricht für die beiden. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod hat dieser hinterhältige Udina die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen und anscheinend tut das nur Cerberus.
Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Cam? Sobald Sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was Sie gesagt hatten. Ich habe Sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist doch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten Sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Ich meine, wir hören auch immer mehr aus den Gesprächen heraus, dass die Allianz wirklich einen Scheißdreck auf uns gegeben hat, nachdem, ja, wir zwangsläufig weg waren. Ich meine, klar, die mussten reagieren, weil Commander Hering Shepard war nun nicht mehr da. Und, aber trotzdem, irgendwie, das stört einen doch irgendwie so gewaltig, wenn man das mal so mitbekommt. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandie repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandie und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Klingt gut. Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandie wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Ja, aber das kann ich dann ja erledigen, wenn ich sowieso auf dem Gemüsemarkt unterwegs bin und nebenbei noch eine Flasche Alkohol versuche irgendwo zu mopsen und so. Da kann ich auch noch hier so ein bisschen Technikgedöns irgendwo auftreiben. Weitermachen. Jawohl, Commander. Das passt schon. Das kriegen wir hin. Das ist eine super Idee. So. Ja. Kern. Irgendwie sowas in der Art. Interessant. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Maschinendeck. Ich glaube, hier unten ist momentan noch nichts Besonderes. Später dann schon, aber... Naja, das ergibt sich dann so. Momentan... Nö. Absolut nix. Alles sehr technisch, alles sehr groß. Diese Normandie ist ein bisschen größer in der Tat. Als die alte Normandie noch. So, und ansonsten können wir momentan noch nichts besuchen. Nö. Links und rechts, die Türen sind verschlossen. Na gut, alles klar. Dann wird es jetzt Zeit zurück... Nein, nicht zum Quartier des Captains. Ach, ich wollte auf Ebene 2 wechseln. Da waren wir nämlich noch nicht bei Jacob. Und da gibt es doch noch dieses Tech-Labor, genau. Die Waffenkammer und das Tech-Labor. Bei beiden Punkten waren wir noch nicht. Insbesondere das Tech-Labor könnte relativ interessant sein, weil wir ja schon einige Ressourcen zur Verfügung haben. Eventuell können wir die Normandie dann nämlich schon ein bisschen aufrüsten. Auch darum geht es hier in diesem Spiel nämlich. Joker hatte es ja, glaube ich, erwähnt, dass die Normandie noch nicht so ganz den hundertprozentig tollsten Status erreicht hat, den sie haben könnte. Man kann hier durchaus noch was an diesem Schiff verbessern. Und das werden Commander, wir auch. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Wie jetzt? Wir haben doch gerade erst alles gelesen. Privater Terminal? Wer schickt mir hier eine Nachricht? Keine neuen Nachrichten! Du lügst mich an! Was bist du denn für eine? Aber okay. Gut. Lass gut sein, Kerli. Das ist in Ordnung. So. Das hier ist die Waffenkammer. Hier können wir... Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Waffenkammer, wo kleinere Waffen gewartet und mit Upgrades versehen werden. Mit Universalwerkzeug, computerunterstütztem Design und Einzelfertigung können wir verschiedene neue Modelle herstellen.
Ja, hier können wir total toll mit Waffen herumspielen und uns zum Beispiel auch eigene neue Waffen in die Hand drücken. Sturmgewehr, Schrotflinte, Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Granatwerfer, das sind so die Sachen, die wir momentan mit uns herumschleppen. Und das können wir entsprechend anpassen. Wir können zum Beispiel ein anderes Sturmgewehr in die Hand nehmen. Ja, wir können das schwere Gewehr zum Beispiel in die Hand nehmen. Halbautomatisches Gewehr mit mittlerer Reichweite. Halbautomatische Hybridwaffe. Geringe Hitzeentwicklung. Ach was. Nehmen wir das doch einfach mal in die Hand. Schrotflinte. Können wir auch die G-Plasma-Schrotflinte in die Hand nehmen. Wobei ich nicht weiß, ob ich mit einer Gate-Waffe spielen will oder nicht, oder doch, oder... Ach, man könnte hier so viel herumexperimentieren und so weiter und so fort. Präzisionsgewehr werde ich sowieso niemals nehmen, aber ist auch egal. Schwere Pistole, Predator oder Phalanx. Wir nehmen mal dieses komische Phalanx-Dingens da. Jacob hat es ja empfohlen. Und wir können entweder den Granatwerfer nehmen oder den Bogenprojektor. Granatwerfer klingt cooler. Granatwerfer klingt nach Wumms. So, bei Jacob und Co. könnten wir jetzt auch die Waffen anpassen, aber ist relativ egal, weil die können sowieso mit allem umgehen. Kann ich mir zumindest so vorstellen. So, da ist Jacob. Das ist eine gut situierte Waffenkammer. So muss das sein. Und dass das ist irgendein wichtiger Kern oder so, der irgendwie ganz viel Spaß macht. Hallo Jacob. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandie zu dienen, Commander. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandie. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Es ist egal, für welche Seite man sich entscheidet. Irgendwie haben die alle Dreck am Stecken. Das ist super. Es tut gut, mal eine klare Ansage zu hören. Wir scheinen vom gleichen Schlag zu sein. Das ehrt mich mehr als Sie, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Alles klar, Jacob. Gut. Ich finde, Jacob ist eine ehrliche Haut. Dem kann man durchaus irgendwie vertrauen. Der sagt, was er denkt und ist da relativ unkompliziert. Irgendwie. Das passt. So. Das hier ist Kommunikationsraum oder so? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der ULG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ULG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandie mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Immer dieses verdammte Bandbreitenproblem. Glasfaser für alle! Na gut. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Ein Traum. Es wird immer ein Traum bleiben. Okay. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Wie es? Und so lange darf ich nicht da rein? Wir haben noch keinen Wissenschaftler, deswegen wissen wir nicht, was wir mit dem Labor anfangen sollen. Und Sie dürfen da nicht reinspazieren. Okay, das ist ein guter Grund, finde ich persönlich. Ja, ohne Wissenschaftler kein technisches Labor. Gut, alles klar. Nehmen wir jetzt mal an der Stelle einfach mal so hin. Okay, wie würde es denn jetzt weitergehen? Wir würden eine dieser unzähligen Missionen bzw. Aufträge irgendwie mal in Angriff nehmen. Vorzugsweise irgendwie den Professor, das Dossier, das sollen wir ja tun. Dr. Morden Solos, Spezialist für biologische Waffen, Ausbildung an leichten Waffen bei der Special Task Group der Salarianer.
Dr. Morden Solos ist ein salerianischer Spezialist für biologische Waffen, dessen Technologie möglicherweise der Schlüssel zum Kontern der Kollektorenangriffe ist. Er betreibt derzeit eine Klinik in den Slums von Omega. Und genau zu dem sympathischen Gesellen wollen wir hin. Allerdings erst beim nächsten Mal, wenn es dann hier weitergeht mit Mass Effect 2. So, jetzt haben wir uns die Normandy ziemlich ausführlich angeguckt. Ist ein schönes Schiff geworden, oder? Ich glaube schon, so einigermaßen. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann auf zu neuen Abenteuern und so. Und was wir alles so in der weiten Galaxie erleben werden, das finden wir dann hoffentlich zusammen heraus. Ich freue mich schon drauf. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein. Ich war der Herringway, das war Mass Effect 2. Ich sag dann einfach mal Tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.